Herzlich willkommen beim Podcast der Dresdner Philharmonie. Ich freue mich, Ihnen die ersten drei Folgen unseres Podcasts präsentieren zu dürfen. Mein Name ist Jens Schubbe, ich arbeite als Dramaturg für die Dresdner Philharmonie. Mit diesem Angebot möchten wir Sie zum einen über Aktivitäten der Dresdner Philharmonie informieren, beispielsweise in Berichten und Interviews zu verschiedensten Themen. Zum anderen werden die Podcasts bestimmten Veranstaltungen und mit ihnen zusammenhängenden musikalischen Themen gewidmet sein. In diesem Sinne beziehen sich die ersten Folgen auf drei Aufführungen von Werken Joseph Haydns und Paul Hindemiths, die am 11., 12. und 13. Juni 2020 unter Leitung von Marek Janowski im Dresdner Kulturpalast stattfinden und jeweils um 20.03 Uhr bzw. am 13. Juni um 19.05 Uhr live von Deutschlandfunk Kultur übertragen werden. Wenngleich diese Aufführungen pandemiebedingt noch unter weitgehendem Ausschluss der Öffentlichkeit im Konzertsaal stattfinden, signalisieren sie nach einer dreimonatigen Zwangspause die allmähliche Wiederaufnahme der Aktivitäten des Orchesters. Auf dem Programm stehen die 6 Pariser Sinfonien von Joseph Haydn und 6 der 7 Kammermusik überschriebenen Werke von Paul Hindemith. In diesem Podcast wenden wir uns den Pariser Sinfonien Joseph Haydns zu, einer Gruppe von 6 Sinfonien, genau genommen die Nummern 82 bis 87, die Haydn Mitte der 1780er Jahre für einen Pariser Konzertveranstalter geschrieben hat. Aber bevor wir konkret auf die Werke zu sprechen kommen, lassen Sie uns einen Blick auf die damals noch junge Gattung Sinfonie werfen, die zwar von Haydn im Gegensatz zum Streichquartett nicht erfunden worden war, die er aber zu der repräsentativen Gattung der bürgerlichen Instrumentalmusik entwickelt hat. Die Sinfonie ist eigentlich ein Abkömmling der Oper. Sie hat ihre Ursprünge in der italienischen, genauer gesagt der neapolitanischen Opernsinfonia, also quasi einer Ouvertüre, mit der eine Oper oder ein Opernakt eingeleitet wurde, beziehungsweise konnte das auch eine Zwischenaktmusik sein, die bestimmte Szenen verband. Diese Opernsinfonia neapolitanischer Prägung hatte 3 Abschnitte. 2 rasche Außenteile umschlossen einen langsamen zentralen Teil. Etwa um 1740 emanzipierte sich die Sinfonia von der Oper und begann sich als selbstständiges Instrumentalwerk zu etablieren. Gleichzeitig begann sie nach Norden zu wandern, über die Alpen, und fand neue Heimstätten in den großen Musikzentren der damaligen Zeit. Etwa in Mannheim, wo sich ein großes und hervorragend qualifiziertes Orchester befand, und auch in Wien. Gleichzeitig wandelte sich ihre Sprache. War sie zunächst noch dem Prinzip des barocken Generalbasses verpflichtet, wurden allmählich die gesanglichen Oberstimmen wichtiger. Die einzelnen Teile der Sinfonie verselbstständigten sich zu abgeschlossenen Sätzen. Insbesondere in Mannheim und in Wien integrierte man immer öfter einen Tanzsatz, ein Menuett, und so kristallisierte sich allmählich die viersätzige Sinfonie im klassischen Sinne heraus. Jetzt sind wir schon nah bei Haydn. Haydn schrieb seine erste Sinfonie im Jahr 1757. Er trat damals in die Dienste des musikliebenden Grafen Morzin, der auf Schloss Dolne-Lukavice in der Nähe von Pilsen residierte und eine kleine Kapelle unterhielt, die Haydn als Musikdirektor zu leiten hatte und für die er die Musik komponierte. Hören wir einen Ausschnitt aus dem ersten Satz der ersten Sinfonie von Joseph Haydn. Das war der Beginn der ersten Sinfonie von Joseph Haydn. Die Academy of Ancient Music spielte unter Leitung von Christopher Hogwood. Bemerkenswert an diesem Satz ist, dass das,
was dann viele Jahrzehnte später als Sonatenhauptsatzform beschrieben wurde, schon andeutungsweise zu erkennen ist. Das betrifft vor allem die Harmonik, die gleichsam die Form steuert. Der Satz nimmt seinen Ausgangspunkt in der Grundtonart der sogenannten Tonika, in diesem Fall D-Dur, und bewegt sich innerhalb des ersten Satzabschnittes hin zur sogenannten Dominanttonart, das ist die nächstverwandte Tonart. Ihr Grundton befindet sich auf der fünften Stufe einer Tonleiter, bei D-Dur ist das A-Dur. Für diesen ersten großen Abschnitt eines sinfonischen Satzes hat man im 19. Jahrhundert die Bezeichnung Exposition geprägt. Die so unterschiedlichen harmonischen Bereiche, Tonika und Dominante, werden später bei Haydn, Mozart und Beethoven an bestimmte prägnant geformte Themengestalten gekoppelt sein, das erste und zweite Thema, auch Hauptthema und Seitensatz genannt. Das ist aber hier beim frühen Haydn noch nicht der Fall. Stattdessen werden in munterer Reihenfolge neue Motive etabliert und folgt diese Exposition dem Prinzip der effektvoll kontrastierenden Reihung. Die Exposition wird wiederholt, dann folgt ein Abschnitt, in welchem von der Dominanttonart über Umwege ein Weg zurück zur Grundtonart gebahnt wird. Diesen Abschnitt hat man später Durchführung genannt. Wenn die Tonika wieder erreicht wird, setzt die sogenannte Reprise ein, welche die Exposition rekapituliert, wobei nunmehr nicht mehr in die Dominanttonart moduliert, sondern weitgehend in der Grundtonart verblieben wird. Auch Durchführung und Reprise werden wiederholt, sodass sich eine zweiteilige Form ergibt. Soweit ein kleiner Ausflug in die trockene Musiktheorie, den wir aber machen mussten, weil man dieses Vokabular benötigt, um die Entwicklung der sinfonischen Gattung sinnvoll beschreiben zu können. Zurück zu Haydn. Der Graf Morzin, für den Haydn seine ersten Sinfonien komponierte, geriet allzu bald in finanzielle Schwierigkeiten und musste Ende 1760 oder Anfang 1761 seine musikalischen Unternehmungen aufgeben. Doch Haydn fand noch im selben Jahr eine neue Anstellung. Am 1. Mai 1761 unterzeichnete er einen für ihn sehr vorteilhaften Vertrag mit dem Fürsten Paul Anton Esterhazy und war für ihn als Vizekapellmeister für die Hof- und Kammermusik zuständig. Die Kirchenmusik oblag zunächst noch seinem älteren Kollegen Gregor Joseph Werner, bis Haydn nach dessen Tod auch diesen Bereich zu verantworten hatte. Als Paul Anton schon 1762 starb, wurde Fürst Nikolaus II. Von Esterhazy für annähernd drei Jahrzehnte Haydns Dienstherr. Während Paul Anton in Eisenstadt, aber vor allem auch in Wien residierte, verblieb Nikolaus von Esterhazy vor allem in Eisenstadt und in der Sommerresidenz Schloss Esterhaza nahe dem Neusiedlersee. Die Ferne zur Musikmetropole Wien empfand Haydn aber keineswegs als Mangel. Ihm stand ein zwar kleines, aber ausgezeichnetes Orchester zur Verfügung und er selbst hat formuliert, was die Arbeit hier für ihn bedeutete. Ich zitiere: Mein Fürst war mit allen meinen Arbeiten zufrieden, ich erhielt Beifall, ich konnte als Chef eines Orchesters Versuche machen, beobachten, was den Eindruck hervorbringt, was ihn schwächt, also verbessern, zusetzen, wegschneiden, wagen. Ich war von der Welt abgesondert, niemand in meiner Nähe konnte mich an mir selbst irre machen und quälen, und so musste ich original werden. Zitat Ende. Unter diesen, man könnte sagen, Laboratoriumsbedingungen entstanden eine Vielzahl von Sinfonien, darunter auch um 1770 herum besonders viele in Molltonarten, die extreme Affektbereiche spiegeln. Haydn erforschte gleichsam, was in dieser jungen Gattung an struktureller und expressiver Vertiefung möglich war. Hören wir einen Ausschnitt aus einem dieser Werke, den Beginn der Sinfonie Nr. 45 in Fis-Moll, der sogenannten Abschiedssinfonie. Thank you.
Das war der Anfang der Sinfonie Nr. 45 von Joseph Haydn mit dem Concentus Musicus Wien unter Leitung von Nikolaus Arnoncourt. Haydn war es zunächst vertraglich untersagt, seine Werke außerhalb seiner höfischen Verpflichtungen drucken, aufführen oder in Abschriften verbreiten zu lassen. Gerade Letzteres geschah dennoch, ohne dass der Fürst eingeschritten wäre, denn letztlich strahlte der wachsende Ruhm Haydns auch auf seinen Hof zurück und als mit Haydn 1779 ein neuer Vertrag geschlossen wurde, verzichtete man auf diesen Exklusivitätsanspruch und Haydn stand es nun frei, Kontakte in die weite musikalische Welt zu knüpfen. Entweder Ende 1784 oder Anfang 1785 erreichte Haydn eine Anfrage aus Paris. In Paris war er damals längst kein Unbekannter mehr. Schon in den 1770er Jahren wurden Haydn-Sinfonien in Paris gespielt, etwa in den Concerts des Amateurs und im noch wichtigeren Concert spirituel. Der Anteil der haydnischen Sinfonien in diesen Konzertreihen lag immerhin bei rund 20%. Eine wirkliche Berühmtheit wurde er nach der äußerst erfolgreichen Aufführung seines Stabat Mater im Concert spirituel 1781, denen weitere Aufführungen dieses Werkes folgen sollten. Der Anteil seiner Sinfonien an den in Paris gespielten Werken dieser Gattung stieg bis 1783 auf 73% und erreichte durch die Aufführung der Pariser Sinfonien 1788 einen Anteil von nahezu 90%. Haydn war als Sinfoniker in Paris gleichsam Monopolist. Aber zurück zum erwähnten Auftrag. Zu den renommierten Pariser Konzertreihen gehörte auch das Concert de la Loge Olympique, getragen von der Freimaurerloge de la Parfaite Estime et Société Olympique. Auf Anregung von Claude-François Marie Rigolet, Comte d'Aulnay, führte Chevalier Joseph Boulogne de Saint-Georges Verhandlungen mit Haydn. Letztlich sollte er 6 Sinfonien für die Konzertreihe schreiben und erhielt ein hohes Honorar, 25 Louis d'Or. Zum Vergleich, der übliche Preis war 5 Louis d'Or. So viel hatte auch Mozart für seine Pariser Sinfonie erhalten. Im hohen Honorar spiegelt sich einerseits die Wertschätzung, die Haydn zuteil wurde, und andererseits, dass die auftraggebende Freimaurerloge reich und vornehm war. Die Konzertreihe wurde zudem von der Königin Marie Antoinette protegiert. Was wollte man mehr? Das Orchester des Concert de la Loge Olympique war nach damaligen Maßstäben sehr groß besetzt und hatte eine hohe spieltechnische Qualität. 1786 umfasste es 3 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, Pauken, je 14 erste und zweite Violinen, 7 Bratschen, 10 Violoncelli und 4 Kontrabässe. Zum Vergleich, am Hofe Esterhazy hatte Haydn eine Flöte, 2 Oboen, 2 Fagotte, 2 Hörner, Pauken, 5 Violinen, eine Bratsche, ein Violoncello und ein Violone zur Verfügung. Man weiß, dass das Pariser Orchester auch äußerlich recht repräsentativ auftrat. Die Musiker waren mit blauen Gehröcken bekleidet und trugen Degen. Man könnte nun spekulieren, was das für das Verhältnis von Musikern und Dirigent bedeuten hätte können. Freilich gab es den Dirigenten im modernen Sinne noch nicht, sondern oblag die Leitung dem Konzertmeister. Wir wissen auch, dass die Konzerte nicht öffentlich waren. Allerdings findet sich in der mir zugänglichen Haydn-Literatur kein Hinweis darauf, wer denn Zutritt zu diesen Konzerten hatte. Die Mitglieder der Freimaurerloge? Mitglieder des Königlichen Hofes? Vermutlich. Die Konzerte fanden im Stadtschloss der französischen Herrscher, den Tuilerien, statt, und zwar in der Salle des 100 Suisses, dem Saal der 100 Schweizer, benannt nach einer Schweizer Garde des Königs von Frankreich. In diesem Konzertsaal war zuvor das Concert spirituell beheimatet, das ab 1784 im Theater der Tuilerien stattfand. Das Schloss wurde 1871 während der Pariser Kommune in Brand gesteckt und später abgerissen. Haydn komponierte die 6 Sinfonien für Paris 1785 und 1786. Sie kamen 1787 im Concert de la Loge Olympique und im darauffolgenden Jahr im Concert spirituel zur Aufführung. Einigermaßen verwickelt ist die Geschichte der Drucklegung. Das Concert de la Loge Olympique hatte mit den Sinfonien auch das Recht zur Drucklegung erworben, mindestens für Frankreich. Haydn, der ein ziemlich gewiefter Geschäftsmann war, bot die Sinfonien aber auch seinem Wiener Verleger Ataria an. Er behauptete Ataria gegenüber, er solle ganz allein damit bedient werden,
was nicht der Wahrheit entsprach. Ebenso wenig wie Haydns gegenüber dem Londoner Verleger Forster gemachte Behauptung, er habe die Sinfonien noch nicht aus der Hand gegeben. Aber nicht nur Haydn versuchte zu tricksen. Artaria, also dem Wiener Verleger, waren die Sinfonien offenbar als Raubkopien von unbekannter Hand angeboten worden. Ein modernes Urheberrecht gab es damals noch nicht und Haydns aus heutiger Sicht etwas zweifelhaftes Verhalten lässt sich durch den Umstand erklären, dass ein Komponist schauen musste, seine Werke möglichst schnell an Verlage zu verkaufen, bevor andere mit Hilfe illegaler Kopien dieses Geschäft machten. Dennoch kam es für Haydn zu einer unangenehmen Situation, als die Sinfonien in London zunächst bei Artarias Geschäftspartner Longman & Broderip und erst kurz danach bei Forster erschienen, dem er ja versichert hatte, dass die Sinfonien noch nicht aus seiner Hand gegeben worden seien. Als Haydn 1791 nach London reiste, wurde er wegen dieses Vorgangs zur Zahlung eines Strafgeldes verurteilt. Haydn hatte gegenüber Artaria die Bitte geäußert, die Sinfonien in folgender Reihenfolge zu drucken. Numero 87, 85, 83, 84, 86 und 82. In dieser Reihenfolge sollen die Sinfonien auch in unserem Podcast besprochen werden, denn sie ergibt auch musikalisch Sinn. Haydn war nie in Paris. Er kannte das Publikum, den vorherrschenden Musikgeschmack und das Orchester nicht aus unmittelbarer eigener Erfahrung. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass ihm während der Vertragsverhandlungen einige Informationen gegeben wurden. Was zunächst einmal verwundert, ist aber, dass sich Haydn trotz der Möglichkeiten, die das Pariser Orchester rein quantitativ geboten hat, bei den meisten seiner Sinfonien bei einem Instrumentarium beschied, auf das er auch in Eisenstadt hätte zurückgreifen können. Nur die Sinfonien 82, die zwei Hörner oder Trompeten und Pauken fordert und die Sinfonie 86, die zwei Hörner, zwei Trompeten und Pauken braucht, gehen darüber hinaus. Aber wie die Instrumente behandelt werden, insbesondere die Holzbläser, das ist neuartig für Haydn und verweist darauf, dass er Kenntnis von der besonderen Qualität des Pariser Orchesters hatte. Wenden wir uns den Sinfonien im Einzelnen zu, nicht in Gestalt kompletter Werkbetrachtungen, sondern indem wir auf Aspekte eingehen, die bemerkenswert und für das jeweilige Werk oder den ganzen Zyklus charakteristisch sind. Zunächst geht es um die Sinfonie Nr. 87. An der Sinfonie Nr. 87, mit der Haydn den Zyklus eröffnet sehen wollte und die wahrscheinlich auch als erste der Pariser Sinfonien komponiert wurde, soll uns zunächst der erste Satz interessieren. Ein Vivace, also ein Satz in lebhaftem Tempo. Auffällig ist, dass Haydn die Themengestalten des Satzes aus ganz elementaren Bausteinen formt, die keine wirklich individuellen Züge haben, Tonrepetitionen, Dreiklänge und eine kleine, auf einer Tonleiter beruhende Figur. Hören Sie das erste Thema. Sie hörten den Beginn der Sinfonie Nr. 87 von Joseph Haydn, gespielt von dem kanadischen Barockorchester Tafelmusik unter Leitung von Bruno Weil. Auch die folgenden Beispiele werden in Interpretationen dieses Klangkörpers vorgestellt. Ein modulatorischer Abschnitt schließt sich an und führt zum Seitensatz, der im Wesentlichen auf Tonleiterfragmenten besteht, deren Simplizität geradezu ausgestellt wird. Diese Themen wirken wie typisiert, als würde gleichsam in Abstraktum vorgeführt, was in den folgenden Werken mit Individualität und Originalität auszugestalten ist. Irritierend ist die nahezu unablässige in Achteln fortlaufende Begleitung, die fast schon maschinenartig, um nicht zu sagen nähmaschinenartig wirkt. Aber offenbar hat Haydn dieses Prinzip ganz bewusst gewählt, um in der Durchführung die Maschine abrupt und unvorhersehbar anzuhalten. Thank you.
Der zweite Satz, ein Adagio, lässt eine Eigenart ganz deutlich nachvollziehen, die für die Pariser Sinfonien insgesamt charakteristisch ist und die ich vorhin schon angedeutet hatte. Die differenzierte Ausgestaltung und die Prominenz des Klanges der Bläser, vor allem der Holzbläser. In der folgenden Passage ist das gut nachzuvollziehen. Die Instrumente erhalten sowohl solistische Auftritte und werden auch als Ensemble eingesetzt. Auch im Trio des folgenden Menuetts hatte die Oboe nochmals einen solistischen Auftritt. Im Finalsatz dann fällt auf, dass Haydn auf eine reguläre Reprise verzichtet, stattdessen das Thema, welches diesen Sonatensatz monothematisch beherrscht, nur in einer Coda nochmals knapp rekapituliert. Der von Haydn intendierten Reihenfolge nach kommen wir nun zu Sinfonie Nr. 85 mit dem Beinamen La Reine, die Königin. Der Titel, ursprünglich hieß er La Reine de France, geht auf die Erstausgabe der Sinfonie zurück, die der Verleger Jean-Jérôme Ambon 1788 besorgte. Übrigens saß er auch am ersten Pult der zweiten Geigen im Pariser Orchester. Worauf sich der Titel genau bezieht, können wir nur vermuten. Ist er als allgemeine Reverenz an die Herrscherin gemeint? Hat sie, Marie Antoinette, die Loge bekanntlich protegierte, diese Sinfonie besonders geschätzt? Oder aber bezieht sich der Titel auf musikalische Sachverhalte selbst? Das könnte gut sein, denn die Sinfonie beginnt mit Klängen, die an die barocke französische Ouvertüre erinnern. Die scharfen Punktierungen galten als musikalische Insignien des herrscherlichen, königlichen. Hier dient die langsame Einleitung dazu, dem folgenden Hauptsatz, dem folgenden Thema besonderes Gewicht zu verleihen. Wenn bei der Sinfonie Nr. 87 das Elementare der Themenfindung auffiel, so ist es hier die ausgeprägte Individualisierung. Dabei sind zwei motivische Ebenen gekoppelt. Die Violinen spielen einen langen Halteton, der in eine zunächst abwärts geführte Bewegung mündet. Ihm ist eine absteigende Linie der tiefen Streicher unterlegt. Auffällig ist auch die harmonische Bewegung, die erst zur Grundtonart hinführt. Die harmonischen und melodischen Eigenarten bewirken die ganz eigentümliche, etwas verhalten sehnsüchtige Ausdrucksqualität dieses Themas. Für erhebliche Turbulenzen sorgt die folgende Überleitung. Da gibt es einen abrupten Einbruch einer düster dramatischen Musik. Thank you.
Ganz am Ende haben Sie den Seitensatz gehört und der ist motivisch quasi identisch mit dem Hauptthema. Das ist eine Eigenart, die man in vielen Haydn-Sinfonien findet. Sonatensätze beruhen bei ihm oft auf einem einzigen Thema. Entscheidend also ist bei ihm nicht der motivisch-thematische Kontrast, sondern die harmonische Spannung zwischen Haupt- und Seitensatz. Aber auch die vorangehende stürmische Passage könnte Ihnen bekannt vorgekommen sein. Das war quasi ein Eigenzitat aus dem Kopfsatz der Abschiedssinfonie, aus der wir eingangs einen Ausschnitt gehört haben. Haydn bezieht sich also auf die experimentellste Phase seines Schaffens. Dramatik und Leidenschaft kennzeichnen auch die Durchführung. Hier fallen die abrupten harmonischen Rückungen und die Modulationen in entfernte Tonartenbereiche auf. Michael Walter hat in seinem musikalischen Werkführer darauf hingewiesen, wie weit Haydn in diesem Satz die motivisch-thematische Arbeit treibt. Er formuliert: In diesem Satz findet sich keine einzige Note, die nicht als Ableitung oder Variante des in der langsamen Einleitung und dem Thema exponierten Materials erklärbar wäre. Zitat Ende. Der zweite Satz ist ein Variationssatz über ein harmlos erscheinendes Thema. Manche Forscher erkennen in ihm die Melodie des französischen Volksliedes La Gentille et Jeune Lisette. Damit könnte also bewusst ein französisches Idiom ins Spiel gebracht worden sein, ebenso wie mit den Anklängen an die französische Ouvertüre, die wir am Beginn der Sinfonie gehört haben und auf die auch nochmal im langsamen Satz zurückgegriffen wird. Die Variationen, zumal wenn sie in den Mollbereich führen, wirken in der Harmonik gelegentlich schon wie Vorahnungen der Musik der frühen Romantik. Im Menuett kann man hören, wie Haydn seinen Spaß mit einem kleinen synkopischen Motiv treibt, das wie ein Schluck aufwirkt. Wenn man will, kann man auch im Finale sublime Bezüge zur französischen Musik finden. Der Satz verschränkt Elemente des Rondos, das aus der französischen Musikkultur kommt, mit denen der Sonatenform, sodass ein Verwirrspiel einsetzt, bei dem die Hörerwartungen ständig getäuscht werden. Wenden wir uns der Sinfonie Nr. 83 zu, der einzigen Sinfonie in einer Molltonart innerhalb der Gruppe der Pariser Sinfonien. Ging es Haydn in der Sinfonie Nr. 85 offenbar darum, aus einem begrenzten Fundus von musikalischem Material eine große Mannigfaltigkeit hervorzutreiben, wird die Sinfonie Nr. 83 zumindest in ihren ersten beiden Sätzen von einem anderen Prinzip getragen, dem der unvermittelten Kontrastsetzung. Leidenschaftlich und bewegt setzt die Sinfonie ein. Anders als in der Sinfonie Nr. 85, deren erster Satz monothematisch gestaltet war, gibt es in der Sinfonie Nr. 83 einen klar profilierten Seitensatz, der in nahezu jeder Beziehung das Gegenbild zum ersten Thema darstellt. Statt Moll herrscht nun die Duotonalität. Der vorwärtsstürmende Gestus des Hauptthemas weicht nun einer leichtfüßig tänzerischen Gangart. Anstelle des leidenschaftlichen Ernstes tritt nun offenkundig Ironie und Sie ahnen es. Das merkwürdig gackernde Thema hat der Sinfonie zu ihrem Beinamen verholfen, La Poule, das Huhn bzw. die Henne. Dieser Beiname stammt nicht von Haydn, sondern wurde der Sinfonie im 19. Jahrhundert angehängt. Er kündet also nicht von den Intentionen des Komponisten, sondern von Aspekten der Rezeptionsgeschichte des Werkes. In der Durchführung werden diese Kontrastsetzungen zunächst noch gesteigert, bevor das erste Thema durch kontrapunktische Arbeit Intensivierung erfährt.
Der langsame Satz dann greift das Prinzip der unvermittelten Kontrastsetzung erneut auf. Wie der erste Satz ist er als Sonatensatz gebaut. Sein erstes Thema erinnert an Prägungen in den späten, langsamen Sätzen Mozarts, etwa in seiner wenig später entstandenen G-Moll-Sinfonie. Es verströmt mit seinen Repetitionen und der anschließenden melodischen Floskel etwas sehnsuchtsvoll Flehendes. In der überleitenden Passage dann aber prallen die Gegensätze unvermittelt aufeinander. Da wird eine sanft modulierende Episode von den Tonraum durchmessenden, wild losbrechenden Skalenbewegungen hinweggefegt. Übrig bleiben repetierte Akkorde, die etwas begleiten könnten, was aber nicht mehr vorhanden ist. Und gerade in dem Moment, in dem der musikalische Puls zu verlöschen scheint, brechen Fortissimo-Klänge in das Geschehen ein und bringen die Musik etwas gewaltsam zurück auf den rechten Weg. Im Menuett spielt Haydn mit einem winzigen motivischen Baustein, der durch ständige Verschiebung der Betonungen den Tanz gleichsam zum Stolpern bringt, während im Finale die Kontraste aufgehoben sind, ein monothematischer Satz, dessen Motor eine kaum je aussetzende, rasante Triolenbewegung im 12-Achtel-Takt ist. Die Sinfonie Nr. 84 ist in ihrer Anlage der Sinfonie Nr. 85, La Reine, verwandt, ohne dass sie etwas wiederholen würde. Wie La Reine wird sie von einer langsamen Einleitung geöffnet, die diesmal jedoch ausgedehnter ist und auf die höfischen Insignien der französischen Ouvertüre verzichtet, stattdessen von tiefem Ernst getragen ist. Die so aufgebaute Spannung wird im Allegro-Hauptsatz aufgehoben, dessen Thema sich zunächst gelöst und entspannt entfaltet und dem ein energischer Nachsatz kontrastierend zur Seite gestellt ist. Wie in La Reine ist der Satz monothematisch konzipiert und geht das Thema an die Holzbläser über, wenn es als Seitensatz erscheint. In der Durchführung wird das Thema weniger in thematischer Arbeit variiert, als durch verschiedene Tonarten geführt und erscheint so in immer neuem Licht. Der langsame Satz ist ein Variationssatz und es ist bezeichnend, wie Haydn es gelingt, dem zunächst sehr ebenmäßig scheinenden Thema immer neue Facetten abzugewinnen und die Aufmerksamkeit der Hörer zu fesseln. Hören wir den Beginn dieses Themas. Schon die erste Variation bringt eine unerwartete Rückung in den Mollbereich. Die zweite Variation versieht das Thema mit Verzierungen, Umspielungen und Kontrapunkten. Die dritte kleidet es in das prächtige Gewand des gesamten Orchesters, während die letzte Variation die Holzbläser sehr wirkungsvoll in Szene setzt und das Thema ansatzweise kanonisch verarbeitet wird. Thank you.
Minuettsätze hatten wir bei unseren Werkbetrachtungen bisher ausgespart. Ein wenig zu Unrecht, denn bei Haydn sind das keine bloßen Tanzsätze mehr. Zwar haben diese Sätze meist höfisch repräsentativen Charakter, aber Haydn integriert Elemente thematischer Arbeit und wartet auch in diesen Sätzen mit mancher Überraschung auf, etwa im Trio der Sinfonie Nr. 84, wenn er die eigentlich unbetonten Auftakte betont akzentuiert und die Holzbläser fast juchzende Triller einstreuen. Soweit einige Anmerkungen zu vier der sechs Pariser Sinfonien. In der zweiten Folge des Podcasts wenden wir uns den Sinfonien Nr. 82 und Nr. 86 zu, die durch ihre größeren Besetzungen inklusive Pauken und Trompeten miteinander korrespondieren. So, dann machen wir einen Sprung in die wilden 20er Jahre zu Paul Hindemith und seiner Kammermusik Nr. 1.